Unterwegs. Hallo Manuel! Hallo. Hallo. Gleich vorweg, falls euch das Video taugt, lasst mir ein Like da, falls es euch taugt. Servus, willkommen zum neuen Video bei den Shotbrothers. Heute darf ich die Kraxen von der BR fahren. Ich bin nicht der ärgste Ducati-Liebhaber, aber ich finde sie schon nice. Deswegen sage ich Kraxen, ich sage zu allen Motorrädern Kraxen. Ja, das ist die 848, vermeintliche Stealth-Version. Ist aber nicht wirklich die Stealth, die ist halt umlackiert worden. Eblunzen, das ist eine 848 von Ducati. Zweizylinder. Ich schätze mal, der normale 720 Grad Versatz, also Hubzapfenversatz. Wir haben den S22 oben und ich glaube sogar Standard Endtop Version. Und ja, also von der Optik kann man schon mal sagen, ist es ein, ich finde, sie schaut aus wie ein Spaceship einfach so, weil sie irgendwie eckig gebaut ist, also mit diesem diversen Kanten hier und überhaupt das Cockpit hier, weil das einfach so fett drüber gezogen ist, so richtig abgespaced auch mit diesen Blinkern. Schaut auch ein bisschen aus wie so ein böser Wolf. Da stellen wir uns gleich mal um, das weiß ich schon, dass ich das brauche. Und von vorne auch die Optik ist halt krass. Schaut ein bisschen aus wie so ein Katzengesicht. Ich mag das ja persönlich sehr gern. Was ich auch wirklich nice finde, ist diese zwei Fadenkreuze, die da bei den Scheinwerfern drinnen sind. Das gefällt mir sehr gut. Hey Manuel! Der ist original. Jedenfalls dann einfach die Gesamtoptik, ja, sehr, sehr schön. Und auch dieses breite Heck, das ist so, wie es die neue R6 hat, so vom Stil, wie es die neue R1 hat. Nur, dass die Ducati schon wesentlich älter ist. Ich glaube, 2008er Baujahr ist es. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. In dem Bereich jedenfalls. Und ja, wir werden uns das Ding jetzt einfach anschauen. Die Einarmschwinge ist natürlich auch mega sexy, wir haben bei dem Bike schon mal Reifen aufgezogen. Ist halt das Problem, man muss es von der richtigen Seite her machen, weil sie nur auf einer Seite die Felge vertieft hat. Aber dass hier die Felge so frei ist, abgesehen davon, dass sie gerade dreckig ist, schaut wirklich ziemlich, ziemlich scharf aus, muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie sich das Teil fährt. Das ist das erste Mal, dass ich eine Ducati quasi wirklich fahre. Und ja, schauen wir es uns an. Sitzposition ist ja relativ hoch, was mir auch beim ersten Mal draufsetzen, ich bin ja schon ein paar Mal oben gesessen, direkt aufgefallen ist, der Sattel ist mächtig hart, also der ist brutal hart und normal sportlich nach vorne geneigt, also das ist eh normal, sage ich mal, ja. Dann Sitzposition, ja, ähnlich wie bei der 6, ich finde eine Spur gemütlicher, weil der Lenker ein bisschen höher ist, man sitzt nicht ganz so steil drauf. Und einstellbares Fahrwerk hat sie auch, mit Federvorspann und allem, die schaut sogar ziemlich weit vorgespannt aus. Ja, das ist extrem hart. Ja, schau mal, wie sich das fährt. Ich bin neugierig. Das Cockpit ist ja auch arg digital, sage ich mal. Ja. Die Schalter sind richtig solide. Also so von der Technik her fühlt sich alles sehr, sehr stark an. Wer schaut da hinten zu? Das haben wir schon oft festgestellt. Und das finde ich auch sexy. Natürlich, Hydraulikkupplung ist fesch, auch wenn sie getauscht wird, weil die ist richtig grindig schon. Einfach, dass hier zwei Gefäße sind, finde ich richtig hübsch. Ja, schauen wir uns mal an, wie das Teil geht. Und sie hat einen mächtigen Gang, natürlich ein V2. Natürlich springt das Ding kaum an, ist ja eine Ducati. Das ist ja typisch für sie, sage ich mal. Ja, neutral geht schwer rein bei dem Teil. Ungewohnt. Und das Cockpit ist ja sehr, sehr modern, aber auch sehr simpel. Ich sehe gerade gar nicht. Battery, wo ist da überhaupt die Fahrt? Na, vielleicht ist es eh besser, dass es nicht eingeblendet wird. Boah, Gang, es geht so richtig solide rein. Mario, Manuel sind da. Zwei Supermotorkönige. Schauen wir uns mal an, wie das Teil fährt. Also Schub von unten ist schon mal natürlich ganz anders und der Sound ist heftig. Also das ist halt krass, dass das legal ist eigentlich. So von der, wow, was ich mich erinnern kann, ist, als ich die Felge beim Tauschen in der Hand gehabt habe, die ist extrem leicht, die Felge. Ja, normaler Benziner entwickelt natürlich erst oben rum den Schub, aber sie schiebt natürlich auch schon unten rum deutlich mehr als jetzt eine R6 zum Beispiel, weil, klar, Zweizylinder und vor allem, sie dreht aber auch nicht so, muss man auch sagen, also sie dreht dann halt 10.000, 11.000 Touren, vielleicht 12. Und nicht 16, aber das passt eh voll. Mir persönlich ist der Ganghebel gerade etwas zu hoch eingestellt.
wunderschön. Die Bremse geht sehr gut, aber das Fahrwerk vorne ist irgendwie nicht richtig eingestellt. Das ist zu hart, kommt mir vor. Die Spiegel sind mal mega sexy mit diesen kleinen Ohrwascheln. Super Moto Crew. Der Lenkanschlag ist groß, das ist super angenehmer Straßenbike natürlich. Hallo! Wie geht's euch? GoPro ist an, das ist wichtig. Wichtig, ja auch, König, Alter. Ich auch, ich mach gerade ein Video zur Duck, ja? Ja, ja. Fahren wir's. Ja. Also es geht wild, ja. Hinterradbremse ist auch ein bisschen. Knieschluss ist sehr schmal, also wenn man es von der R6 kennt zum Beispiel. Ja, Bremsen gehen saugut. Natürlich keine ABS-Bremsen, das hat man zu der Zeit noch nicht so gemacht. Der, wie soll ich sagen, Sitzposition und dieser Knieschluss am Tank ist gewöhnungsbedürftig. Ich bin auch ein bisschen zu klein dafür, aber es geht gut auf jeden Fall. Ich finde die Spiegel sehr sexy. Das fällt mir, also das Cockpit und die Spiegel ist sehr markant bei dem Teil. Ja, Lastwechsel, das muss man sich erst gewöhnen. Dass der Hebel gerade so hoch ist. Das taugt mir persönlich nicht, aber das muss ja jeder für sich einstellen. Sonst, von der Agilität her, merkt man, dass die... Boah. Gut, wir fahren jetzt 100 km/h. Da ist sie extrem steif. Aber ich sag mal, das ist normal für Sportler, ja, also... zu dem Teil sagen. Also die Sitzposition, man kann sehr weit zurückrutschen und man sitzt dann halt extrem spitz. Ja. Der Klang ist wunderschön, das ist halt eben Geschmackssache, was man da haben mag. Das Hinterradbremse ist leider bei dem der Hebel ein bisschen verbogen, aber die geht auch saubissig. Was kann man noch sagen zum Bike? Also das Fahrwerk war bisher sehr hart und sehr präzise. Das kann man ja einstellen, das kann man sich anpassen, wenn man es haben will. Ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr, dass das Original eingestellt ist, weil es ist ein bisschen, es ist zu hart vorgespannt. Das habe ich beim Bremsen bemerkt vorne, dass er ein bisschen Grip verlieren wollte, als ich sehr stark zugedrückt habe. Und sonst aber sehr angenehm. Auch der Winkel vom Lenker ist schön. Also der ist nicht so irgendwie auffällig in irgendeiner Art, also normaler Sportler. Die Fußrastposition ist natürlich auch ziemlich spitz. Also wenn ich es mit der R6 vergleiche, würde ich sagen, R6 ist ein bisschen spitzer als die Ducati und die Ducati ist halt angenehmer, weil sie einen großen Lenkwinkel hat halt, ja. Ups, jetzt habe ich sie abgeübt. Der Neutral geht sehr schwer rein bei dem Bike, ich tue mir da normal sehr leicht. Da ist ein bisschen tricky. Ich fahre jetzt einfach mal rauf und mir fallen dann die Sachen ein, die ich dazu sagen kann. Sie wirkt insgesamt wie ein eher kleines Motorrad, muss ich sagen. Ja? Heißt nicht, dass sie schwach oder klein ist, aber sie wirkt ein bisschen handlicher als die meisten Bikes. Gerade in der Größenordnung 800er wirkt sie eigentlich so sehr... Ah, da fehlt ein Schrauben. Servus. Hallo. Wirkt sie sehr... sehr kompakt und sehr leicht. Ich weiß nicht, wie schwer es wirklich ist, ich blende es direkt mal ein. Aber was ja bei dem Gewicht sehr wichtig sind, sind die rotierenden Massen. Und die sind bei dem Teil sehr, sehr gering. Da überholen wir mal kurz entspannt.
müssen wir uns jetzt kurz entspannen. Hier ist ein Auto. Also Schub ist da, also man merkt das Drehmoment von zwei Zylindern. Da fahren wir jetzt entspannt mal nach. 3000 Grund kann man sehr entspannt fahren. Mir ist sie ein bisschen zu laut eigentlich. Da kann man, ich vergleiche alles mit der R6, aber ist halt so, ist halt ein Bike, das ich gern habe. Und ein Sportler halt, also vergleichswürdig gewissermaßen. Ja, als Italiener fährt sich sehr angenehm. Ein paar Kleinigkeiten, die man sich halt gewöhnen muss, wie bei jedem Bike. Was ich schön finde, ist der Lenkanschlag, auch so dämlich das klingt, aber das ist halt für die Straße echt angenehm, weil der ist ziemlich groß für einen Sportler. Schauen wir uns das nochmal kurz an in Ruhe. 848. Kann man noch irgendwas Wichtiges dazu sagen? Brembo-Bremsen ist halt richtig Quality-Shit, das ist halt, klar, da legt Ducati sehr viel Wert drauf, dass das alles passt und die Optik ist interessant. Also die Ohren sind wirklich wie so von so einem Raubtier, ja. Und schönen Sound hat sie, hört's mal. Ist halt wild, ja. Kann man nicht sagen. Gut, dann pressen wir die nochmal runter. Vielleicht fällt mir noch was dazu ein. Und dann schauen wir. Sie geht sehr schön aufs Knie. Was mir persönlich jetzt, es ist eine Geschmackssache, nicht so gefallen, weil ich muss ja auch negative Kritik hier aussprechen können, ist mir, ich habe das lieber wie bei der 6, wenn der Tank so richtig breit ist und nicht, wie soll ich sagen, nicht so schmal, weil man sich besser klammern kann und einen schöneren Winkel hat fürs Hängerfahren. Das ist mein persönliches Ding, aber man kann sich an alles gewöhnen und es ist überhaupt kein Problem oder sowas. Ja. Aber das ist nur so eine kleine persönliche Sache, was ich selbst lieber habe. Und ich mag das nicht, dass die so zach weggehen vom Starter. Das hätten sie anders dimensionieren können, ja. Aber gut, das ist halt Ducati. Ducati startet sich schwer. Ja, und hier für alle Moralaposteln. Hier fahre ich zum Beispiel nicht am Knie durch. Wir haben Gegenverkehr, wir haben einen Radfahrer, wir haben ein Auto vor uns, das irgendwas machen könnte. Da bin ich natürlich etwas entspannter unterwegs, weil mir viele sagen, oder viele, immer wieder höre ich halt mal, dass das gar nicht klar geht, wie ich da fahre. Und ich fahre eigentlich schon immer angemessen der Situation. Halt das Bremsen gehen einfach sportlich gut, wie bei allen besseren Sportlern. Also das ist wirklich saftig, ist halt Brembo. Und was man, ja, mit dem Ganghebel komme ich noch nicht so zurecht. Wie gesagt, wie soll ich das erklären? Ich versuche es mal zu zeigen. Ja, wenn man hier schaut, meine Knie sind sehr parallel und das bringt mir halt einen schwierigen Tankschluss, wenn ich ein bisschen hinten sitzen will. Das ist, was mir nicht so taugt. Wenn man größer ist, hat man wahrscheinlich hier den Fuß drinnen liegen und das fährt sich sicher wunderschön. Ist halt bei mir jetzt nicht so, dafür bräuchte ich einen höheren Sattel und vielleicht ein bisschen höher Fußhassen, aber eher den höheren Sattel. Ja, also die ist vielleicht sogar für große Leute was Gutes. Manuel, wie groß bist du? 1,95. Zeig mal her, wie das mit dem Knie ist. Wie schaut das aus? Passt genau in diese Schule rein. Schau, also Manuel hat echt lange Beine. Gib nochmal rauf das Knie. Weil das halt auch urviele Fragen bei den Bikes immer. Also Manuel ist eben, setz dich mal ganz drauf. Nur, dass man es, also ist eben mit nach vorne gelehnt. Wenn es willst, kannst du gerne runterfahren. Ja, bin ich gerne. Geh mal im Race-Modus, lehn dich mal vor. Ich muss sagen, ja. Aber es passt ihm ziemlich gut, finde ich. Gerade vom Kniewinkel, also hier quasi, wenn man sich das anschaut, wo das Knie ist, wo die Ellbögen sind, passt es für große Fahrer sicher ziemlich gut, das Bike.
Geil. Also. Nice. Es war ein bisschen viel los. Ich wollte eine Fahrt haben, wo kein Verkehr ist. Oh, danke, Bier. Ah. Die Sitzposition ist ganz anders als dieser R6. Der Tank und der Sattel. Aber insgesamt kann man sie auch schön fahren. Komplett Leihwand. Aber das Sitzen ist ein bisschen unkomfortabel. Aber sie geht urschön aufs Knie. Urschön. Urschön, ja. Hm? Heißt sie so? Einmal da ist sie mir aufgestiegen aus der Kurve. Ja, ein bisschen, ja, im zweiten. Ja, also Bombendrehmoment hat das Teil natürlich. Das Gas ist rustikal, also so richtig warm. Mir ist komplett heiß jetzt. Ja, ich habe eh alles zum Motorrad gesagt. Sehr, sehr schön ist sie. Natürlich. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst der B einen Like da, Tittenbonus. Und